Seit ich ein kleines Kind war, habe ich mich schon immer furchtbar für Technik interessiert. Und 2007 habe ich mir dann in den Kopf gesetzt, ich möchte das iPhone ausprobieren, was es nur in Amerika gab. Also habe ich mir das importiert, habe es gehackt und habe dann ein Video darüber ins Netz gestellt, wie dieses Hacken funktioniert. So, und da habe ich dann unerwartet viele Zuschauer bekommen, die sich das angeschaut haben, irgendwie mehrere hunderttausend, die sich das von meiner eigenen Homepage damals 2008 heruntergeladen haben. Und das war der Start meines Podcasts Mein iPhone und ich. Und damit habe ich dann regelmäßig weitergemacht, über 150 dieser Videos veröffentlicht, eine eigene kleine Medienproduktionsfirma gegründet, um den immensen Datentraffic überhaupt refinanzieren zu können. Und so kam das dann, dass 2010 mich ein Unternehmen eingeladen hat, ihnen zu erklären, wie funktioniert das eigentlich so mit dem Internet, mit der Kommunikation darüber, mit unserer Generation, mit den sozialen Medien? Und lustigerweise war das dann damals ein Kommunikationsunternehmen, was wissen wollte, wie das Internet funktioniert. Wir als Generation sind im Vergleich zu den Vorgenerationen mit ein paar einschneidenden Veränderungen aufgewachsen. Also zum Beispiel war für uns die Digitalisierung schon immer selbstverständlich. Wir kannten die Welt nie ohne. Außerdem fand ein Wertewandel statt, dass uns unsere Eltern anders erzogen hat, als sie von ihren Eltern wiederum erzogen worden sind. Oder es gab zum Beispiel eine Wohlstandssteigerung wie als dritte Nachkriegsgeneration oder demografischer Wandel. Also es unterscheidet uns da einiges, was uns in den Fragen prägt, wie wählen wir einen Arbeitgeber, wo wollen wir arbeiten oder wie konsumieren wir? Wenn es darum geht, uns als Kunde zu gewinnen, dann kommt man natürlich irgendwie um die Digitalisierung nicht drum herum. Was aber viele Unternehmen falsch machen, ist, dass sie das wahre Ausmaß der Digitalisierung noch überhaupt gar nicht verstehen, was da momentan vor sich geht. Da denkt man, man macht irgendwie einen Facebook-Account oder lädt ein lustiges Video bei YouTube hoch und dann wäre das mit der ganzen Digitalisierungsstrategie getan. Aber es geht eben noch ein bisschen weiter, nämlich die Digitalisierung prägt und verändert und bedroht alle Geschäftsmodelle, die wir bis heute kannten, und so müssen sich auch entsprechend Unternehmen darauf anpassen, wie sie uns als zukünftige Kunden erreichen können. 99% meiner Gleichaltrigen haben Zugang zu einem sozialen Netzwerk. So, das heißt ja, dass die theoretisch Zugang zu jeder verfügbaren Information haben, was ein enormer Zugewinn ist an Möglichkeiten und Chancen, die jeder quasi von uns hat. Dass wir aber diese Möglichkeiten und Chancen tatsächlich gewinnbringend für uns nutzen können, müssen wir ja auch lernen, mit diesen ganzen Möglichkeiten, mit den Medien umzugehen. Aber daran scheitert es momentan leider noch, weil sich niemand dafür zuständig fühlt. Momentan werden wir allein gelassen in unserer Mediennutzung von unseren Eltern, von unseren Lehrern, von unseren Führungskräften, weil die genauso hilflos sind damit, weil es für die genauso neu war, wie es für uns ist. Aber dass wir diese Medien so nutzen können, dass sie uns dienen und nicht wir diesen Medien dienen, brauchen wir Hilfestellung. Müssen wir lernen, wie man diese Medien kompetent einsetzt. Also Stichwort Medienkompetenz, ganz, ganz wichtig. Und momentan muss tatsächlich jeder versuchen, so viel wie möglich an Medienkompetenz selbst sich zu erarbeiten und beizutragen. Also viel reden über diese Themen, viel Aufmerksamkeit zu berichten, bis endlich auch staatliche Institutionen, Schulen endlich aufwachen und auf die Idee kommen, sowas als integralen Bestandteil in unsere Bildung zu integrieren. Weil das ist unser Leitmedium, unsere Schlüsselkompetenz im 21. Jahrhundert, selbstständig Informationen abrufen, zu sortieren und zu bewerten. Ein Unternehmen, was irgendwie noch länger als ein paar Jahre existieren möchte in unserer heutigen Zeit, kommt nicht drum herum, um sich mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Ganz einfach, weil die Märkte globaler sind, weil wir problemlos bei einem Unternehmen Kunde werden, das einen besseren Service oder ein besseres Angebot liefert, auch wenn es auf Hawaii oder in Indien sitzt, weil große Güter, große Fabrikhallen, große Maschinen nicht mehr irgendwie die Sicherheit sind, dass man irgendwie ausgesorgt hat mit seinem Geschäftsmodell, weil im Zweifel es ein Start-up aus Korea mit 3 Laptops und 2 3D-Druckern besser, innovativer, schneller und günstiger hinbekommt und weil all diese Veränderungen mit der Digitalisierung sich nicht mehr zurückdrehen wird. Das heißt, wenn Unternehmen sich damit auseinandersetzen, und das ist eigentlich unabdingbar in der heutigen Zeit, hilft es nichts, offen zu sein für all diese Veränderungen. Barrieren im Kopf wie auch in den Silostrukturen, in den hierarchischen Unternehmen abzubauen. Tja, und das Allerwichtigste, habt keine Angst.